So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, ich habe auf Instagram gebeten, mir Fragen zu stellen. Und das habt ihr getan. Und heute werde ich sie beantworten. Und erst kommt mal das Intro. So, ja, da werden wir jetzt mal starten hier und mal schauen, was ihr so geschrieben habt hier. Hier ist Fußball Cards World. Dann schauen wir mal, was er hier fragt. Und hier schreibt er, wie alt bist du? Das geht dich mal gar nichts an. Gute Frage. In meiner Kanalinfo steht es zwar drin, aber ich sag's nochmal, ich bin 38 Jahre alt. Die nächste Frage kommt von Letzter99. Da schauen wir mal. Bist du mit Dennis zusammen? Nö. Muss mal Dennis fragen. Ich wüsste nichts davon. Aber eine lustige Frage. Aber ich bin nicht mit ihm zusammen, falls du das meinst. Und wir kommen zur nächsten Frage. Die ist von I am a man oder wie er sich nennt. Mal gucken, was er fragt. Wann fährst du wieder nach Berlin, um PAX United mal zu besuchen? Also nach Berlin fahren tue ich die nächste Zeit erstmal nicht, weil nach Berlin, das war ja über meine Firma und ja, ich werde ihn morgen sehen, also beziehungsweise heute auf der Gamescom. Jo. Somit habe ich ja deine Frage jetzt beantwortet und wir kommen zur nächsten. Die ist von Julius, mein Mod und hier mein Fanpage. Mal schauen, was er schreibt. Was sagst, was die spanische Liga, La Liga, mit den Spielen in den USA plant? Einfach Schwachsinn finde ich das. Die Bundesliga geht ja auch nicht nach China oder so und spielt da ihre Spiele oder so. Also totaler Humbug. Ich hoffe, ich konnte deine Frage hiermit beantworten oder. So, die nächste Frage kommt hier von Unsterblich 2.0. Seit wann sammelst du Karten? Und warum sammelst du Karten? Seit wie lange machst du das schon? Also ich habe in den 80er Jahren schon mal ein paar Sticker gesammelt und Trading Cards. Ich habe die alten Trading Cards auch mal gezeigt, das waren nicht mehr so viele. Ja, jetzt habe ich halt nochmal angefangen letztes Jahr. Durch viele Leute und auch weil ich es wollte. Weil ich schon lange nichts mehr gesammelt habe und manche Serien mir echt gut gefallen haben. Und ja, seit wie lange machst du das schon? Meinst du jetzt generell das Sammeln oder halt auch mit YouTube? Mit YouTube mache ich das seit letztem Jahr im Oktober. Jo. Unsterblich, ich hoffe, ich konnte dir das beantworten. Und wir kommen jetzt zur nächsten von Marco H96. Und er fragt, wer ist dein Lieblingsspieler? Ja, wer ist wohl mein Lieblingsspieler? Die meisten müssten es wissen. Und zwar ist es Kimmich. Ja. Vorher war es mal Müller und so gewesen, aber jetzt ist es Kimmich. Ja. Bester Mann. Gehen wir mal weiter schauen. So.
Das war, glaube ich, ein bisschen weiter. So, dann gehen wir mal hier hin. Nochmal Marco H96. Was ist dein Lieblingsverein? Ha. Die meisten wissen es ja bestimmt. Und zwar ist es der FC Bayern München. Schon jahrelang im Verein. Also, wo ich Fan davon bin. Aber ich mag eigentlich alle Vereine. Jo. Ich hoffe, ich konnte deine Frage hiermit beantworten und wir kommen zur nächsten. Hatten wir hier die schon? Ah, hier, ja. Das ist auch nochmal von Julius. Magst du noch einen anderen Verein in der Bundesliga als Bayern München? Ja, ich mag alle Vereine. Also ich habe gegen keinen Verein irgendwas. Ja. Ich denke, das hat sich hiermit beantwortet. Also hauptsächlich ist es Bayern München. Jo. Kommen wir zur nächsten Frage. So. Der kommt. Der neue. Gary. Keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Schauen wir mal, was er schreibt. Er fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen und wie hast du damals Ben, Zanzi und so weiter kennengelernt? Oh ja, das ist. Also mit YouTube habe ich erst letztes Jahr angefangen, im Oktober. Aber vorher war ich halt so aktiv bei Ben als erstes. Den habe ich irgendwie aus Zufall mal gefunden und im Livestream oder so. Und dann habe ich mir den erstmal eine Zeit lang angeguckt. War mir sehr sympathisch. Dann habe ich ihn erstmal abonniert, öfters mal geguckt, dann habe ich mal geschrieben im Chat. Dann war, glaube ich, Zansi mal irgendwie dabei. Dann habe ich die dann kennengelernt. Und dann kam, glaube ich, der Dampfriese, Dennis, ja. So ging es dann immer weiter. Und seitdem, ja. Bin auch schon ziemlich lange Mod hier bei Ben Masterful. Zansi bin ich auch Mod. Ja, ich bin eigentlich überall Mod. So, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Dann gehen wir hier mal hin. Cody, bin ich cool? Nö. Also wenn du dich meinst, nö. Einfach nö. Nee, Spaß. Natürlich bist du cool. So. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen damit beantworten. Gehen wir mal weiter. Hier ist Simon W1401. Schauen wir mal. Wie bist du auf YouTube gekommen? Ich bin Gamer Simon auf YouTube. Ja, Gamer Simon habe ich auch schon öfters meinen Streams gesehen. Wie bin ich da drauf gekommen? Ja, ich war lange in den Streams von Zansi, Ben und alles. Und da haben mich halt Leute gefragt, ob ich nicht auch mal Videos machen würde. Und das habe ich dann gemacht und es hat mir gefallen. Da habe ich immer weitergemacht und euch scheint es auch zu gefallen, was ich mache. Ja. Ich denke mal, damit habe ich deine Frage hiermit beantwortet. So, die nächste ist hier von MC Shaker. Schau mal, was er fragt. Magst du Lewandowski? Naja, eigentlich nicht mehr so, weil er ja eigentlich weg wollte von Bayern München und ja. Und er will, glaube ich, immer noch weg, so wie ich das gehört habe. Also ich hätte ihn ziehen gelassen, ganz einfach. Also, was will man mit so Profis im Verein haben, wo
nicht mal das Herzblut reinstecken für diesen Verein. Ja, also ich hätte ihn abgegeben und mir jemand anderes geholt. Wen jetzt genau, weiß ich nicht. Also es waren ja schon ein paar Stück im Gespräch hier ab, aber der ist ja auch noch zu jung. Wir haben ja auch noch, ich glaube, zwei Stürmer. Wir haben ja noch Sandro Wagner und den anderen Jungen. Komme ich jetzt nicht gerade auf den Namen, sorry. Jo. Also ich mag so 50-50 mag ich Lewandowski. Ich hoffe, ich konnte hiermit deine Frage beantworten und wir schauen mal zum nächsten. Hier haben wir nochmal Simon, oder habe ich die schon gehabt? Hatten wir schon. Magst du Lewandowski? Hatten wir auch schon. So, hier ist die nächste von Leon. Wie alt bist du? Ja, das war die erste Frage schon. Ja, ich kann dir das gleich nur sagen. Schau meine Kanalinfo. Da steht's drin. Die meisten wissen es, wo viel in meinen Streams sind und meine Videos schauen. Ich bin 38. Ja. Aber egal, Alter ist immer wurscht. Jo, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten und wir kommen zur nächsten. Die kommt von FIFA Mobile TV. In welchem Jahr wurdest du geboren? Ja, ich bin 38. Jetzt kannst du ja mal rechnen. Nächstes Jahr werde ich 40. Und nächstes Jahr haben wir 2019. Also, wann bin ich dann geboren? 1979. Genau. Ich hoffe, ich konnte deine Frage hiermit beantworten. Kommen wir zur nächsten und letzten Frage, so wie ich hier sehe. Und da steht einfach nur Hi. Kira hat nur Hi geschrieben. Schöne Frage. هاي هاي أيق الزفار بوصة يا Kiara denkt immer zu oft an Julian und Julian denkt zu oft an Kiara. Ganz einfach. So, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr nochmal sowas haben wollt oder sowas ähnliches, ja, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und ciao.